Hallo und willkommen zurück zum Minishoot Adventures. Heute machen wir die Challenge Runs. Mal gucken, wie wir da zu Potte kommen. Okay, ich habe Musik auf den Ohren. Passt. Ich werde nachher wahrscheinlich nochmal die Tür aufmachen müssen. Ich ist gerade beim Countdown, der übrigens abgekackt ist, also der alte Stream, weil Internet aus war, an der Tür geklingelt worden. Und da ist unser Gemälde angekommen, was am Flughafen München verloren gegangen ist. Das haben sie heute geliefert. An dem Sonntag, 18.30 Uhr. Okay, stark. Na, grüß dich, Lingard, Hallöchen. Schnitzel mit Stampfkartoffeln zum Mittag hört sich aber auch geil an. Wir sind heute sehr spät aufgestanden und wir hatten dann Rührei mit Speck und Bagels und einer Mango und Orange und Rhabarbersaft. Ne? Also, das gute Zeug. Das gute Zeug! So. Und ich werde nachher gleich nochmal die Tür aufmachen müssen, weil meine Frau ihren Schlüssel nicht gefunden hat. Zweiter Tag in Deutschland und schon den Schlüssel verbummelt. Stark, ne? Ja gut. Jedenfalls ist die momentan mit einer anderen peruanischen Freundin Kuchen essen. Habe ich auch gerade zur steinernen Brücke gebracht, weil sie den Weg nicht mehr wusste. Und was ist heute? Manifestation! Also irgend so ein Demo und Gegendemo. Ich habe nachgelesen oder in den Achievements gesehen, dieses Icon bekommst du, wenn du mit mindestens 5 Herzen überlebst. Nadeo! Hallöchen! Grüezi Gott! Die Frage ist jetzt natürlich, was machen wir so bei diesen Teilen? Es ist so, ja, vielleicht den hier? Ja, mal gucken. Moment, geht. Wo geht's denn hier lang? Ach, noch mehr Challenges. Also das ist wahrscheinlich der bossigste Bosskampf überhaupt. Die Frage ist jetzt natürlich, wollen wir erstmal alles einmal machen und alles freischalten? Oder wollen wir direkt sagen, wir gehen hier rein, solange bis wir das besondere Icon haben. Und nicht vergessen, die Schose hier mitzunehmen, ne? Wie gefällt dir denn A Space for the Unbound? Ich fand das Spiel super. Ich fand das klasse. Auch diese ganzen auch die ganzen Sachen von wegen Indonesien und 90er, ne? Und ich fand das super, das Spiel. Bisschen wild, aber an und für sich nice. Komm, ich hol mal den Kollegen mit raus. Ach, das sind doch hier zwei. Jop. Oh, stark. Das hatte ich gezählt als Treffer. Oh, das schon. Hätte ich mich aber auch ein bisschen besser anstellen können. Aber was soll's, ne? Ach, also man kann durch die Schüsse durch, aber nicht durch die Gegner. Da gibt's Sinn, ja. Neue Stufe, schön und gut. Oh, klasse. Da habe ich überschätzt, wie weit ich dashen kann. Ach, ich kann im Wasser nicht dashen. Ah, ich bin gar nicht gedasht. Ja, okay. Das erklärt natürlich, warum ich auf den Sack gekriegt habe. Alright.
nehme auch mich selbst auf dem Land aufhalten, wenn ich hier dashen möchte. Lübt. Nochmal eine neue Stufe. Nice. So. Immerhin ist der eine schon mal weg. Ja, geht okay, ne? So. Nicht gut. Absolut nicht gut. Okay, ich habe noch notfalls die fucking Bombe. Aber das war's, ne? Keine Ausflüchte mehr. Komm schon. Nice! So! Okay! Du bist momentan minimal verwirrt, weil Nummer 10 das letzte ist, was du gesehen hast. Ja, es tut mir leid. Das ist halt eben das, wenn ich die Livestreams in solche kleinen Häppchenfolgen verpacke, ne? Ja. Die Folge konnte ich noch nicht ausstrahlen, weil es da ein Problem gibt mit. Mit Rechten und solche Sachen. 11 kommt noch, ja, freilich. Aber da ist momentan... Ich müsste 3 Parts in der Folge komplett muten. Weil da Music Claims drauf sind. Und da habe ich jetzt erstmal die Leute von Minishoot Adventures angeschrieben, wie das denn aussieht. Ob das legitim ist oder nicht. Machen wir jetzt mal den da. Versuchen es zumindest. Du bist erstmal für den Rest alles freischalten. Nach dem Kollegen. Oh, crap. Wow. Ich habe gar nicht mitgekriegt, dass ich berührt wurde. Den habe ich mitgekriegt. Au, das kann ich mich auch gar nicht mehr erinnern. Au. Wow, so schlecht. Wieso kriegen wir eigentlich so viel Damage von dem? Sind die dunklen Teile extra schädlich oder was ist das? Shit. Ja, schlecht. Ja, dann gucken wir uns erstmal die anderen an. Die anderen Level. Schwupp. Moin. Okay.
Mit permanenter komischer Gefahr, dass ich sehe mich schon wieder hier in der Ecke kleben. Und ich muss hier rumla... Wow, das ist deutlich weitläufiger als das vorherige. Das wird noch wild. Gefällt mir gar nicht. Oh, muss ich es echt? Ich hab so ein bisschen Schiss. Ja, moin, ne? Immerhin ploppen die halbwegs schnell, aber... Was ist... Ja, was ist das schon wieder, ne? Da sind scheinbar an den Ecken diese Sharpshooter-Viecher. Oh, come on! Fuck! Carajo! Ah, wie kannst du denn da dagegen fahren? Mein Gott! So Banane! Ja, spawn ruhig in mir drin. Kackvögel, ey. Das hat mir genau zwei abgezogen. Super, also die dunklen Schüsse ziehen mehr ab. Gut so. Wow. Und ich soll hier wirklich die Teile perfekt abschließen, ja? Ist das so gewollt? Ja, Prost Mahlzeit. Ich hab ja jetzt schon Schiss. Wow. Ich verreck hier. Ja, super. Ich meine, wir haben es hinter uns gebracht, aber... Oh. Unter aller Sau. Unter aller Sau, ey. Vielleicht sollten wir das Spiel auf leicht stellen. So, 27.000 Herzen aufgeladen, passt. Teile da außen sind permanent.
Ja. Oh, das Ding im Koop wäre aber auch cool. Könnte ich alles auf meinen Mitspieler schieben. Okay, hier ist schon mal weggeploppt. Also bisher sind wir noch nicht getroffen worden, ne? Also. Lösen wir mal die Bombe aus. Jetzt würde ich auch die Frage, auf was gehst du zuerst? Auf die Teile, die easy platzen, oder die Teile, die gefährlicher sind, ne? Ich glaube, fast auf easy platzen ist die richtige Antwort. Aber ich habe natürlich absolut keine Ahnung. Ich bin in Bullet Hell nicht bewandert. Danke, dass mich das Spiel das hat ausweichen lassen. Ah, zu spät. Zu spät gedrückt. Ich muss einfach eher auf den tollen Ausweichknopf drücken, ne? Das wäre eine Möglichkeit. Also das Gute ist ja, durch diese Räume werden wir immer höher vom Level. Das heißt, es sollte eigentlich rein theoretisch einfacher werden mit der Zeit. Theoretisch. Muss natürlich nicht sein, ne? Also. Kann natürlich auch sein, dass ich das trotzdem verkacke, weil ich einfach die falschen Skills nehme. Okay, da kommt der Endboss oder was? Das sieht bossmäßig aus. Oh, die Krabbe. Oder die Muschel, wie auch immer. Gosh! Ich dachte, ich komme kurz, da ist Erfahrungspunkte rausgeflogen. Vielleicht ist es hier besser, ein bisschen weiter außen zu agieren. Ja, ich glaube schon. War ich jetzt hier? Ja, doch. So. Stark, dass die nichts gekostet haben. Im Prinzip. Uff. Okay. Das war wieder mal ein bisschen besser, ne? Cyrus, grüß dich. Einen wunderschönen. Ah. Also, das war wiederum deutlich einfacher als das davor, ne? Also, ich hatte schon so ein bisschen Schiss, als wir das vorherige mit einem Herz nur überlebt haben, dass das ab sofort absolute Vollkatastrophe wird. Aber es geht, ne? Ups, den wollte ich jetzt eigentlich noch nicht holen. Ach, okay. Kann ich nicht aufladen, solange die aktiv sind, ne? Könnte jetzt natürlich auch sagen, wenn du eh die am ehesten benutzt. So. Boosten wir die auch? Sind die jetzt weg und ich hab den... Nein, die sind da. Okay, ja.
erste Phase und ich bin schon am Rudern, ey. Ich weiß nicht, wo ich hin muss, soll, darf. Danke, Spiel, dass du das für mich geregelt hast. Come on, ey. Gosh! Danke, Spiel. Okay. Schwein gehabt. Alright. Gut, du kommst immer näher. Das freut mich. Sag mir nicht, dass da ist noch eine weitere... Okay, nein, Gott sei Dank. Ich dachte, es kommt noch eine weitere Stufe. So. Habe ich mein Symbol. Kling! Oh, dann gehen wir doch gleich mal da oben hin, oder? Ich mag das, dass das... Die Liesel ist da, Moment! So! Bin wieder da! Moment. Zur Feier des Tages. Tja! Ah! Wir haben das Foto. Das Foto, sag ich schon. Das Gemälde ist doch nicht dran gekriegt. Wir brauchen dafür einen anderen großen bösen Tacker. Da kümmern wir uns morgen drum. Aber auf geht's hier. Ich habe ein Foto gemacht von dem Gemälde, wie es momentan aussieht. Ach, das ist gar nicht zum Abschießen. Ich hasse ja diese unkaputtbaren Kackvögel. Werde ich auf jeden Fall auf Patreon hochladen. Alter! Ohne Witz. Schon in der im ersten, ne? Ja, das wird höchstwahrscheinlich nichts mit. Ja, in Anführungszeichen perfekt. Ja, mit der Auszeichnung halt, ne? Ja, vielleicht der nächste. Oh, dann wabert das auch noch vor und zurück. Ja, moin auch. Jopp, voll rein. Noch mehr? Noch mehr. Scheißendreck. Yo! Das war ja mal Billo! Wie peinlich. Okay. Wir haben's verkackt. Das ist schön.
Ich glaube, wir schaffen das Level nicht mal. Da kommt noch was, ne? Ja, klar. Ach, das war's doch schon. Das ist ja dann gar nicht mal so krass schwierig, ne? Noch mehr Schnitzel für dich, Lingard? Wahnsinn. Du. Dein Treibstoff ist ja Schnitzel. Alles Schnitzel, Leute. Paar Herzen dazu. Eieiei. Das ist ja auch witzig. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, dass da so ein Race-Parcours kommt. Vor allem, wir sind super langsam. Können wir das nochmal neu komplett machen, ja? Hä? Mhm. Wow. Also wenn du da einmal runtergefallen bist. Absolute Vollkatastrophe. Oh ja, dann ist auch noch den da. Oh. Musst du hier irgendwie eine Zeit schlagen oder was wollen die von einem? Es gibt ja auf jeden Fall dieses Geräusch für du hast Zeitdruck, ne? Also es läuft schon mal besser als vorhin, aber... Oh, crap! Danke, göttliches Item. Oh, come on. Ah, du musst die... Ich wollte gerade sagen, oh, da ist eine Abkürzung. Ja, aber du musst ja die Checkpunkte abfahren, das ist so... Oh, wow. Es war jetzt aber gar nicht mal so verkehrt, ne? Also, das ist machbar. Das ist gut machbar. Wenn du nicht dagegen bummst... Also nirgends dagegen bumsen, nirgends runterfallen. Und dann hast du das im Säckchen. So. Ja, wie gesagt, das ist jetzt machbar gewesen, ne? Da merkt man halt mal jahrelange. Moment. Meine jahrelangen Erfahrungen mit F-Zero. Ach, das war's komplett jetzt, oder was? Okay, ich habe gerade schon so ein bisschen Schiss gekriegt.